Ja, alles klar. So, da haben wir die spanische Treppe. Jawohl. Gibt es eigentlich überhaupt einen Platz in Rom, der nicht mit Touristen voll ist? Ich glaube nicht. Schon wieder eine Säule. Tomaten, sagen wir mal, ist klar. Jo, der Sockel ist doch schon fast so hoch wie der ganze Obelisk selber. Okay, da hinten war gerade irgendwie die runde Säule, hier ist wieder die eckige Säule. Entschuldigung, Stalagnit. Oh, wie heißt das? Ach, wie heißen die Dinger gleich nochmal? Obelisk? Meine Fresse. Okay, und jetzt? Jawohl. Jetzt bin ich mal wieder hier. Okay. Okay, jetzt ist wieder mal dieser Platz hier. Man sieht gerade so ein bisschen wenig, tut mir leid. Bunte Blümchen. Markt. Wieder alle möglichen Arten von Saatgut. Eine 1.050.000 Scoville. Gewürze. Gewürze. Was ist das denn? Alle Arten von Pasta. Ja, alles klar. Ist ja unglaublich. Coole Seitenstraße. Das ist auch nicht schlecht. Na, der Hund bettelt wieder alleine. Miets. Na. Und nochmal eine Runde in die Stadt. Eine Pflanzenaufzuchtstation. Seltsam. Die Glocken sind so gut, ey. Okay, das muss ich jetzt auch nochmal filmen. Ah.
noch eine Kirche und Festivalstimmung oder was? Kalt. So, mich interessieren natürlich wieder mal mehr die Pflanzen mit den Plastikblättern hier und die ganzen Palmen, Zedern. Ja, das ist nice. Ey Leute, das hat was. Das ist geil. So eine Palme einfach neben dem Nadelbaum. Und hier überhaupt richtig cool. Ah, hier sind noch schöne Kastanien. Ja, richtig geile Zeder hier. Und daneben natürlich eine Palme. Okay, noch ein Platz mit einem Obelisk. Das ist ja richtig viel. Okay, es gibt 8 altägyptische, das ist einer davon, und 5 römisch-antike, der ist 18 Tonnen schwer, über 9 Meter hoch. Aber manche sind 300, 400 Tonnen schwer, also das gibt da extremere. Der hier zum Beispiel wiegt 263 Tonnen und ist bis zur Spitze von ganz unten 36 Meter hoch. Von Seth aus dem ersten und Ramses dem zweiten. Also der Obelisk ist auf jeden Fall mega cool. Okay, jetzt noch eine Kirche, aber die ist irgendwie nicht gerade, ist etwas heruntergekommen. Weitere Kirche noch, gibt es überall halt. Hat jemand schon mal grüne Bäume gesehen? Oh, jetzt geht's gerade aus, ey, wo es filmen will. Es war gerade ein Disco-Blitzbrunnen. Schade. Schön. Okay, Paulus, Petrus oder umgekehrt, ich kapiere das immer nicht. Erzengel Michael? Engelsburg. Schon ziemlich ein krasses Teil. Und zack. Cool, am Abend. Jetzt bin ich schon zum 6. Mal im Vatikan in der Woche. Heute schon zum 2. Mal. Okay. Noch eine U-Bahn-Mosaikwand. Die wird natürlich auch noch gefilmt. Und hier noch eine.